Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Halleluja! Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch da sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und von seinem Gesetz spricht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum. Wie Sie bestimmt schon gesehen haben, haben wir unter dem Magnethelm auch die üblichen Elektroden zur Aufzeichnung eines Elektroenzephalogramms angebracht. Was mochten Sie lieber, die Gestalten oder die... Gestalten, das können wir gerne noch einmal, das war sehr angenehm, das können wir gerne noch einmal tun. Das, was wir wahrnehmen, wenn unser rechter Temporallappen stimuliert wird, das entspricht also genau dem, was wir spüren, wenn wir meinen, wir würden das Göttliche wahrnehmen. In der Geschichte der religiösen Erfahrungen haben viele der großen religiösen Denker elektrische Labilität im rechten Temporallappen. Luther, wie Sie wissen, begann die Reformation kurz nachdem er von einem Blitz getroffen wurde. Das sind kurze Ereignisse, die einen enormen Einfluss auf einen Menschen haben können. No!
Größeres gedacht werden kann, existiert nicht in Wirklichkeit, sondern nur im Verstand. Wenn das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nicht in Wirklichkeit, sondern nur im Verstand existiert, dann kann etwas gedacht werden, was größer ist als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Mysterium fidi. Diese dient dazu, eine Botschaft direkt von Gott zu empfangen. Dazu muss das Veräußerte ausgelegt werden. Die Nachricht Gottes, die sich dem Übermittler selbst nicht entschlüsselt, muss also von einem Interpreten dechiffriert werden. Dies geschieht dadurch, dass der Interpret die Zungenrede in seiner eigenen Sprache hört, wie es übrigens am Tag zu Pfingsten geschildert wurde. Nach Paulus handelt es sich dabei meist um Prophetie. Stopp! Kann ich das bitte nochmal haben? Nochmal. Und was sagt er? Das höre ich auch, aber was heißt das? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Sie haben ersten Glauben verstanden zu haben, ist, möchten Sie einen Kaffee, bitte? Möchten Sie einen Kaffee? Danke, nein, ich trinke nicht. Tief in meine Seele ein. Ja! Heil, 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 Heil.
herauskam, hatte er nicht das Blut eines Menschen und hatte er nicht das Blut von Maria. Denn als Jesus kam, war keine Nabelschnur da, die ihn mit Maria verband. Aber er wurde hineingebracht in die unbefleckte Frau. Vom Heiligen Geist wurde er hineingebracht. Und als er da rauskam, aus der unbefleckten Frau, kam er daraus in Herrlichkeit, kam er daraus in Ewigkeit, kam er daraus mit Macht. Ja, komm, 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 komm